Erstmal Servus, ich begrüße euch zu Nobis Kochstunde. Und zwar koche ich mir heute eine richtig herrlich leckere Suppe. Eine Speckzwiebelsuppe mit Grießnockern. Was sehr leckeres. Aber machen wir gleich mal hin, oder? Kümmern uns gleich um die Zutaten. Also, das wären folgende: Kartoffeln, Zwiebeln, Bauchspeck, Instantbrühe, Karotten, zwei Eier, Butter, Hartweizengrieß, Milch, Knoblauch und etwas Olivenöl zum Anbraten von dem Bauchspeck. Wie ist die weitere Vorgehensweise? Also wir schälen die Karotten, wir schälen die Kartoffeln und die Zwiebeln und den Knoblauch und schneiden die in Würfel und dann sehen wir weiter. Den Bauchspeck, den schneiden wir noch kurz in Streifen und die Schwarte, die schmeißen wir nicht weg, sondern die geben wir mit in die Suppe, die gibt noch ein gutes Geschmäckle. Kümmern wir uns jetzt erstmal um die Nocken, indem wir hier die Butter in den erhitzten Topf geben. Dazu noch die Milch hinzu. Und das Ganze bringen wir jetzt zum Kochen. Ja, die Milch kocht nun. Und jetzt geben wir schrittweise den Grieß hinzu und tun schön umrühren. Und rühren so lange um, bis sich der Grieß vom Boden des Topfes löst. Können wir mal noch ausmachen, den Herd. Und jetzt lassen wir den Grieß noch schön abkühlen. Jetzt gebe ich das Olivenöl in den Topf und den Speck und brate das richtig kräftig an. Jetzt pfeffere ich das Ganze schon richtig gut. Kartoffeln folgen, die Zwiebeln und die Möhren. Paprika, die dürfen wir jetzt auch nicht vergessen. Als letztes folgt jetzt noch der Knoblauch. Jetzt geben wir die Brühe hinzu. Ein Liter Brühe brauchen wir hierfür. Mittlerweile ist der Grieß abgekühlt. Jetzt leeren wir die zwei Eier hinein und vermischen das Ganze richtig gut, dass es einen schönen homogenen Brei gibt. Bevor jetzt die Grießnockeln in die Suppe kommen, erhaschen wir uns mal kurz einen Blick, wie die Suppe aussieht. Und ich denke, die sieht richtig gut aus.
Also ich forme jetzt aus dem Grieß hier, forme ich jetzt die Noggeln mit den zwei Löffeln und gebe sie hier in das Salzwasser rein. Und von dort, sobald sie an der Oberfläche schwimmen, transportiere ich sie dann in den großen Topf, in die Suppe. Ein paar Grießnoggeln sind fertig. Die gebe ich dann hier in die Suppe. Die schwimmen jetzt oben an der Oberfläche. Und ich passe auf, dass es nur Grießnoggeln sind, denn ich möchte nachher, dass es auch lecker aussieht. Und wieder sind ein paar Grießnoggeln fertig. Die siebe ich dann raus und gebe sie hier in den Topf rein. So sehen jetzt die Noggeln in der Suppe aus. Ich finde, richtig lecker sieht's aus. Jetzt geben wir von dem Eintopf hier was in den Teller. Und sieht auch richtig gut aus und es riecht auch richtig schön. Eine richtig herrlich leckere Mahlzeit. Ja, wir sind wieder am Ende gekommen und ich hoffe, es hat euch gefallen. So ein kleiner Film über eine herrliche Suppe. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.